Nummer 3, wir gehen auf die Cache. Envy ist auf der CT-Seite, G2 Esports auf der T-Seite. Ja, alles andere als eine Wahnsinnspartie, ein Fragfest, alles andere wäre unwürdig. Ja. Das ist die einzige sinnvolle, der einzige sinnvolle Abschluss für dieses wahnwitzige Match, dass es jetzt krank wird, dass es jetzt Headshots hagelt, ohne Ende, Klatschsituationen, One on X. All das wollen wir jetzt sehen. Und all das ist nicht unwahrscheinlich. Und es geht direkt Richtung Baseboard. Die Pistol Round steht an. Und Kiyoshima steht perfekt dafür. Nimmt zwei Leute mit. KDS hat noch mitgeholfen. Der Molotov sitzt. Und der schnelle Begau. Den können sie vergessen. Kiyoshima mit drei Frags. 1-0 Envias. Und die Franzosen direkt wieder losgelegt. Muss natürlich gucken, ob G2 vielleicht das noch so ein bisschen in den Knochen steckt von eben. Denn sie sind das Team, was am Ende eingebrochen ist. Im Prinzip schon. Envias wurde immer sicherer, wurde immer sauberer mit den, Aktionen. In der letzten der drei Overtimes gab es nahezu keine Fehler mehr. War auch die erste Pistol Round, die Envias tatsächlich gewonnen hat jetzt. Alle anderen vier bisher verloren. Dennis, guten Tag. Apex darf sich da aus der Runde verabschieden. Man hat damit also schon mal die Mitte hier mehr oder weniger verloren. Und G2 scheint sich relativ schnell aber trotzdem für den Argo zu interessieren. Sie haben sich da schon in der Main versammelt. Die Leute stehen da bereit, einen in der Tür. Happy mit dem Boost auf dem Marsboard steht da bereits. Happy, den ersten Frag gesetzt, den zweiten nicht mehr damit rauskommen. Ist natürlich klar, dass da noch einer sein muss. Der wird auch sofort umgeräumt. Kenny S mit der P90, jawohl, zwei Frags, ganz, ganz wichtig. Dennis hat auch nur noch 3 HP. Und jetzt stehen Jacob und Dennis Sounds von Bombe mitgelegt. Ein Spiel ist bekannt, aber der zweite eben noch nicht. Da kommt die Nate. Und damit ist Jacob jetzt hier alleine. Und auch er wird rausgeräumt. 2-0, aber war ziemlich gefährlich, die ganze Geschichte. Also, Envias hätte da durchaus noch mehr Leute verlieren, eventuell sogar die Runde verlieren können. Standard, den Asport mit Tech-9s anzugreifen in der, Force-Play-Runde, das kann man durchaus probieren. Dadurch lässt sich natürlich jetzt hier auch nichts kaufen. Trotz der $800, die man extra für die Bombe bekommt. Man entscheidet sich auch etwas mehr Geld auszugeben, wieder Tech-9, Rüstung bei Jacob sogar. Und zwei Flashes. Was mit den zwei Flashes anfangen wollen. Der Push Richtung Mitte. Ab ich stehe nur mit 5-7 bewaffnet. Das ist natürlich ein Risiko, was die Franzosen da eingehen, dass sie zwei Pistols im Game haben. NBK hat natürlich etwas zurücklegen müssen, damit er sich nächste Runde alles leisten kann, wo in der Sinn nach steht. Aber Fox und Michael Lele. Und wer ist der Erste dabei? Befindet sich in den Outbreak. Und er hat ausgerechnet nur die Piste. Das ist natürlich das Problem. Okay, der auch mit der 5-7 setzen kann. Davis jetzt mit der Tech-9. Jawohl, Fox. Aus dem Spray raus. Und damit ist NBK alleine gegen drei Spieler. Die Bombe ist jetzt mittlerweile wieder gepickt worden. Diesmal auch nicht über die Rampe gegangen, sondern schön außenrum um den Generator. Und NBK im 1 gegen 3. Der hat einen Spieler mit OP. Jawohl, den hat er damit schon mal rausgenommen. Lele und Fox. Oh, Makelele zeigt sich da aber auch überhaupt nicht. Er gibt MBK keine Chance, dass er hier irgendwie geholt wird. Makelele wird erst rumziehen, wenn sein Mate dann irgendwie im Bedrängnis ist. Und Fox positioniert sich so, dass MBK sich zu Makelele zeigen muss. Jawohl, sehr, sehr schön gespielt. Und da ist die Heckrunde von G2. Ja. Es sind die Headshots, die es wieder ermöglicht haben. Und ein bisschen auch die Tatsache, dass Envias hier hochgepokert hat mit den Pistols im Inventar. Jetzt haben die Franzosen wieder das Problem, dass sie das Ganze umdrehen müssen. Spielen ihrerseits Eco, eine würde reichen, dann kann man nächste Runde nachkaufen. Und Kishima hat genug Geld, um Kenny mit der AWP auszustatten, wenn sie das denn möchten. Wir dürfen nicht vergessen, dass G2 hier die nicht nur die höchste Siegquote hat, sondern auch selbst gesagt hat, das ist die Map, auf der sie sich am wohlsten fühlen. Das ist ihre Heimmap, ihre Homemap. Home-Turf, hat Michael Lele gesagt. Es würde mich sehr wundern, wenn wir davon nicht einiges sehen. Smoke! Smoke! Throw in the flashbang!
Türme, jawohl, aus der Tür raus. Den ersten mitgenommen, Kenny S mit dem Refrag. Sie stehen gut, oh. Apex, MBK, der Eagle Shot sitzt auch. Und es ist nur noch ein Spieler übrig, so schnell kann man da zusammengeschossen werden. Wir sind in den Stack reingelaufen, haben natürlich keine Zeit dafür aufgewertet, Informationen zusammen. Und Rain muss das Ganze jetzt retten. Schwierig, sie machen es ihm extrem schwer. Langsam kommt in die Mitte jemand nachgeschoben, aber der fehlt natürlich auf A. Brauchen sie nicht. Tackern ihn um. Und Rain konnte da nicht mehr allzu viel machen. Ja, der einzige Vorwurf, den man G2 Esports in dem Moment machen kann, das ist bestimmt keine taktische Pause, das ist wahrscheinlich eher irgendwo ein Problem. Mikrofonprobleme. Der einzige Vorwurf, den man ihnen machen kann, ist, dass sie keine Informationen gesammelt haben. Ansonsten bei der Execution oder ähnlichem hätte man gar nichts machen können, denn sie wurden einfach komplett zerschossen. Sie sind doch nicht einen einzigen Meter aus der Main rausgekommen. Ja. Kamera. Action Shot. Are you drunk, Cameraman? 3 zu 1. Also NGS hat sich wieder die Eco geholt. Ach, dann sind jetzt natürlich die 2, die sich jetzt entscheiden müssen. Dafür kaufen sie die Runde. Oder gehen sie trotzdem in die Sparung? Ja, es sieht nach dem Kauf aus. Fox hat sich direkt, naja, obwohl er ist dann am gleichen Niveau wie seine Mates, deswegen würde er es wahrscheinlich dabei belassen. Eventuell Makelele, dass sie noch ein bisschen was kauft. Oh, er hat sogar noch mal eine Galil weitergedroppt an Shakem. Na gut, man scheint sich trotzdem dafür. Also man geht tatsächlich wieder in den Kauf. G2 Esports möchte die Anschlussrunde gleich wiederholen. Um bei den Franzosen natürlich auch wieder Geldprobleme zu erzeugen. Was man wahrscheinlich nur bedingt schaffen kann. In Apex hatte man schon 4300, Kenny S 2500. Kommt natürlich dadurch, dass man jetzt die eine oder andere Waffe mitnehmen konnte aus der Runde gerade eben. Also Apex in die Mitte, Kenny S geht mit der AWP auf den B-Spot und er spielt ja auch relativ defensiv. Und Happy will in Main reinfacen, kann dadurch natürlich schon mal sagen, dass hier im Moment zumindest keiner ist. Apex weiterhin in der Mitte mit der AK, da könnte er natürlich ein Duell sehr, sehr schnell gewinnen. Kleiner Headshot und dann sofort zurückziehen. Ja, oder so. Spray sitzt und er geht weg. Die Whitebox ist dann natürlich eine gefährliche Position, wenn er bekannt ist. Also man hat den Vorteil, sich in der Mitte arbeitet, auch wenn man die Kontrolle jetzt gleichzeitig mehr oder weniger hergibt, dadurch, dass Apex sich zurückzieht. Wie gesagt, den Entry-Frag hat man trotzdem und die 2 scheint sich jetzt auf den B-Spot geeinigt zu haben. Man hat einen Spieler im Schacht schon abgestellt. Jawohl, da kommt die erste Smoke Richtung C. Jetzt werden wir einfach rauf. Kenny S. erst mit der AWP mitgenommen. Jawohl, den zweiten auch nochmal. Kelele kann die erst jetzt. Kenny. Und jetzt setzen. Kenny! Ah, der vierte kriegt er nicht mehr, aber er hat genug Schaden gemacht, dass die Runde halbwegs sicher sein sollte. Nur noch Dennis, die Bombe liegt da vorne rechts auf dem offenen Feld. Das darf sich eigentlich nicht mehr ergeben für ihn. Smoke raus. Natürlich wohl wissend, dass seine Mates sofort zur Stelle wären für den Fall, dass er fällt. 4 zu 1, erster wichtiger Schritt in dieser ersten Halbzeit hier für Envias gemacht. Die erste Waffenrunde abgewehrt und damit kann G2 nicht mehr nachkaufen. Spielt Eco. Hier sind wir nochmal Kenny S. Sauber geschossen. Der fehlt aber wirklich schwer. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er den nicht getroffen hat. Deploying Flashbang. Throwing Flashbang. Wieder Happy Offensiv. Hat er eben schon mal gespielt. Jetzt gegen die Pistols vielleicht ein bisschen gefährlich. Noch nur noch 20 AP. G2 hat sich da gerade eben zumindest schon mal in der Main versammelt gehabt und mittlerweile sich wieder zurückgezogen. Wollte das Ganze doch nochmal mit Booster probieren und Apex genau in der falschen Sekunde erwischt, gerade als er die Wildbox facen wollte. Aber das war natürlich jetzt schon sehr unlucky bei Apex. Ah, kann ich erst verschießen in der Mitte einmal. Kommt momentan zumindest keine zweite Chance. Und G2 hat sich jetzt trotzdem mal ein bisschen umorientiert haben. Sie sind immer noch fleißig am rumrotieren auf der Map. Ist immer noch nicht so ganz, wo sie hin sollen. Es ist natürlich auch schwierig, jetzt gegen die Waffen da den richtigen Spot zu finden. Den richtigen Weg vor allem zu finden. Kenny S steht hier mit der AWP, das heißt, sollten sie wirklich versuchen, Richtung B zu pushen, wird es wahrscheinlich wieder relativ ekelhaft werden, so wie gerade eben schon. Nummer 1 nimmt er mit. Nummer 2 setzt daneben. Aber dann kommt Kiyoshi noch vom Spot. Schönes Crossfire, jawohl, Kiyoshima kann einfach einen nach dem anderen umräumen, 3 Frags machen. Und damit die Runde Nummer 5 für Envias. Also auch diese bringen die Franzosen durch, die Anti-Eco funktioniert. Für G2 bedeutet das jetzt natürlich die nächste Waffenrunde. Rain hat nur den Tech 9.
Aber gut, auch mit der ist er mehr als gefährlich. Roger that. Also die Franzosen auf jeden Fall mit einem guten Start ins Spiel. Da war der Envious-Fanblock gerade. Die Jungs und ich glaube, da waren ein, zwei Mädels sogar dabei. Die haben eben schon gut mitgefiebert. Wieder der Offensiv-Push. NBK und Apex werden versuchen, Flash in eigenen Rücken. Niemand hat die Flash abbekommen. Aber AK kann trotzdem vernünftig durchsprayen. Hat Jaken da noch mitgenommen. Und Henry hat die Gelegenheit genutzt, auf den Spot draufzuschieben. Er braucht natürlich hier die Flanke, beziehungsweise sein Team braucht die Flanke, dass er von der Seite das Kreuzfeuer aufrechterhalten kann. Leichte Orientierungslosigkeit. Irgendwas ist da gerade mega mäßig schief gegangen. Mikey Lilla und Fox räumen den A-Spot frei. Und es bleibt an Kenny S hängen. Das könnte die erste ordentliche Waffenrunde für G2 sein. Schöner Sprung, sauber gehüpft. Hat der AWP unglaublich schwer gemacht, ihn zu treffen. 5 zu 2. Jetzt genug dabei, Envious, aber G2 kommt damit etwas ins Spiel. Und bei den beiden Teams hier sollte man davon ausgehen, dass Cash mindestens ausgeglichen ist. 50-50. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier 10 CT-Runden auf beiden Seiten passieren könnten. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Geschichte. Es sind einfach zwei wirklich sehr eben starke Teams und ja, da kann halt mal die eine oder andere T-Runde passieren. Also, man hat jetzt wieder die Waffen diesmal gegeben, aber relativ schnell auf den Asper drauf. Hat sich hier schön über abgesmockt, kleiner Argo. Also, jetzt hat Dennis irgendwie Apex übersehen, da hinten am gelben, Markelele. Aus dem Move von Happy, dass er ja die Tür reinpusht. Apex im Gabelstaplerraum. Sie wird da komplett zerlegt. Der Gas wird seit einiger Zeit leer, aber das interessiert ihn überhaupt nicht. Tackert er fleißig durch. 5-7 to the face, schöner Triple. Und Runde dicht. Ah, der Argo wurde auf jeden Fall gut aufgehalten von den Wärts, hatten da kaum Probleme. Also 6 zu 2 für Envious. G2 Esports mit der nächsten Eco. Das heißt, auch diese Runde müssen sie wieder sparen. Es wird natürlich jetzt für Envious hier die nächste Chance geben, direkt das 7 zu 2 rauszuholen und dadurch natürlich rundentechnisch trotzdem mehr Druck aufzubauen. Du hast es gerade schon gesagt, G2 wird mit einigen T-Runden rechnen. Auch wenn es gegen Envious ist, aber es ist einfach für sie meist die T-Seite. Apex, jawohl, Nummer 1 mitgenommen. Face da jetzt noch weiter rein. Zieht sich jetzt aber zurück, ist dann genau gut zu viel. Kenny S, jetzt muss ihm irgendwie helfen. Apex muss Face, damit Kenny S nicht down geht. Und er kriegt die beiden Kills auch ganz locker. Happy schießt das auch mal über den Haufen. Was auch immer da los war. Und damit ist Dennis der letzte Überlebende. Jetzt gegen 4 verbleibende Spieler hier. Er scheint da nicht bekannt zu sein. Kenny S ist da vorsichtig mit dem Mittelfacen, aber sieht nicht so aus, als ob er der Fokus Richtung kurz hätte. Nee, hat er auch nicht. Oh, Dennis hat da gut daneben geschossen. Dieser Spray. Jetzt würde mich bloß noch mal interessieren, was da gerade wirklich mit Happy los war, weil er hat Apex da wirklich komplett. Dennis nochmal lovely. Ja, hat er wohl echt. Ja, das passiert auch den Besten natürlich. Ja, manchmal geht's einfach daneben. 7 zu 2. Ab geht's in die nächste Waffenrunde für G2. Wieder Ray mit der Tech-9. Er scheint ja immer derjenige zu sein, der vom Geld her ein bisschen hinten hängt. Weil es natürlich einfach so steht und nützt sich auch kaum eben von alleine. Kenny S jetzt auf dem B-Spot mit der AWP momentan allein und er wird sofort umgeräumt. Dennis seinen Fehler gleich wieder gut gemacht in letzter Runde. Also wenn man es als Fehler bezeichnen kann. Der hat gar nicht abgedrückt. Ich wundere mich schon, was da los war. Er hat wirklich nicht abgedrückt. Der Schuss hat höchstwahrscheinlich jemand getroffen. Der wurde einfach zurück. Shiva fleißig durch, er trifft was leider alles, nur den Gegner da nicht. A5. Wasser. Take könnte jetzt an sich schon vorbei sein, bevor er wirklich angefangen hat. Sieht nicht so aus, als ob er jetzt auf den geht. Ja, sie haben sich nur für Exifrax aufgestellt. Jawohl, Dennis, da werden aber zwei Waffen rausgenommen. Tut beiden Teams weh, sowohl Envious als auch G2. Envious ein bisschen weniger, weil sie noch ein gewisses Geldpolster haben, aber trotzdem, es wird jetzt ein bisschen dahin schmelzen, einfach weil halt die Spieler nachkaufen müssen. Aber auch G2 hat einiges verloren, also beide haben sich da
Ganz schön Schaden am Geld jetzt noch angerichtet bei dieser Aktion am Ende der Runde. Ja, und G2 hätte mit dieser Waffenrunde jetzt die Chance, theoretisch sogar Envias in eine Sparrunde zu schicken, falls sie diese jetzt gewinnen sollten. Das wäre natürlich schon sehr, sehr gut, denn dadurch könnten sie sich gleich noch die Anschlussrunde sichern, falls sie dann die Anti-Eco diesmal gewinnen. Und dann ist jetzt der Nordfeld. Sammy ist wieder oben am roten Container, wird sofort rausgenommen, kann keinen Kill setzen, nur Rain low schießen. Apex jetzt oben vorm Heaven runter, er sieht momentan noch keinen MBK, konnte einen rausnehmen, wird dann auch gerefakt von Dennis, also auch hier stimmt das Verhalten wieder. Apex zieht da natürlich gerne mit. Jetzt ist er allerdings bekannt und dementsprechend mit Jacob auf jeden Fall face. Jacob geht aber auch down. Apex, den nächsten. Kommt in Deckung, geht aber raus, da steht Dennis, aber der revanchiert sich 1 gegen 1, Kenny S zur Stelle. Den haben sie dann noch lange versteckt. Nur auf seinen Moment gewartet. Lag auf der Lauer. 8:3 Gegenrunde für Envias. Und dadurch, dass G2 so viele Waffen verloren hat, jetzt macht sich das eben bemerkbar, dass sie da auf die Exit Tracks gegangen sind. Dass sie der Economy von G2 so viel Schaden verpasst haben. Und jetzt ist mindestens eine Eco notwendig. Da sehen wir es schon mal. Apex hat extra lange gezielt. Schöne Runde von ihm. Seinen Positionsvorteil gut ausgenutzt. Aber sie sind ihn auch so ein bisschen reingetröpfelt. Einer nach dem anderen. Das hier war auch gerade wieder so eine Runde, die halt das Ganze jetzt wieder sehr eindeutig machen könnte. Auch wenn G2 vielleicht gar nicht so schlecht dagegen gehalten hat. Aber jetzt sind sie halt wieder in die Eco. Das heißt, wieder für Team Envias normalerweise eine Runde, die sie eher noch da durchbringen. Den schon Apex in der Mitte. Ja, es dauert sich auch deutlich mehr. Apex einfach einen nach dem anderen ungeholzt. Ja, die Mitte damit auf jeden Fall schon mal dicht. Happy dann mit der USP nochmal reingeklickt und jetzt ist Jacob alleine gegen 4 Spieler. Ja, mit 6 AP kann er natürlich wenig machen. Die Bombe ist in der Mitte down. Ja, was soll er tun? Was soll Jacob noch tun? Wurde, glaube ich, gesehen von Apex. Kyoshima auch schon von hinten reingepusht, der wurde aber gehört. Jacob hat auf jeden Fall die Info, dass er da kommt. Kiyoshima jetzt geht er raus und wird sogar noch rauskommen von Jacob, aber Kenny jetzt sofort mit dem Reflektor. 9:3 also für Envias, man hat G2 hier wirklich ganz schön im Eco-Strudel gefangen. Es sind immer wieder diese wichtigen Keyrounds, so wie MBK das auch schon gegen Fnatic im Interview gesagt hat. Es sind einfach immer wieder diese wichtigen Schlüsselrunden, dass du deinen Gegner immer wieder Moneybrook setzen kannst und ihm dadurch einfach teilweise auch die Chance nimmst, überhaupt zu zeigen, was er kann. Dadurch, dass man einfach so viele Ecos immer zwischendurch spielen muss. Ja, für G2 heißt halt jetzt immer Waffenrunde sparen. Oh ja. Das ist natürlich problematisch einfach. So, jetzt gibt sie den obligatorischen Aargau, wie es aussieht. Envias hat 2 Spieler da bereitgestellt. Happy überschauen. Kahn wird auch von Dennis schnell gepickt. Und MBK aus der Tür schon angeschossen. Das war natürlich für ihn schwierig, die Flash blinken, um die Deckung zu verschaffen, aber die sitzt nicht gut genug. Und G2 ist drauf, die Runde ist weg. 30 Sekunden in der Runde. Und Envias geht saven. Also schön ausgeführter Go. Haben auch den richtigen Read gehabt, dass die Franzosen den Fokus nicht auf dem A-Spot haben. Und die beiden haben natürlich dann auch unglücklich ausgesehen. Dadurch, dass Happy da oben drüber geschaut hat, wusste man ganz genau, wo man den letzten zu finden hat. Und die Flasche saß auch nicht gut genug. Das wird Runde Nummer 4. 9-6 natürlich noch möglich. Und auch hier verlieren sie wieder Gant Kenny. Yes, der Triple. Und er wird G2 und echte Probleme bringen. Und sie haben aus ihren Fehlern nicht gelernt. Sie haben nicht daraus gelernt, dass sie sich nicht erlauben können, hier so viel Waffen zu verlieren. Auch jetzt ist das Geld wieder knapp. Man muss 3 Leute nachkaufen lassen. Der Rest muss auch Granaten nachkaufen. Also sollten sie diese Runde verlieren, ist die nächste Eco schon fast Pflicht. Oder ist sie Pflicht? Und da ist keine Eco mehr. Da ist die letzte Runde wäre dann dementsprechend in Force Buy und also wenn sie die jetzt verlieren, haben sie sich aber absolut selbst zu schreiben, wenn sie dann nur Pistole spielen können. Kenny S auf B-Spot. Oh, die Flash sitzt wieder nicht abgedrückt. Kenny S hat wieder nicht abgedrückt. Ich brauche aber nicht weg, aber Apex hat ein Riesenproblem. Und Kenny S ist jetzt gefragt. Nummer 1 hat er. Nummer 2. Nummer 3 verfehlt er und damit ist er tot. Also minimale Anforderung. 2 Spieler rausgenommen, während es auf den Spot geht. B-Spot kann man durchaus retaken. MBK ist gespottet worden. Kyoshima hat die AWP, haut Michael Elend aus dem Spiel
Und jetzt ran an die Bombe, Happy, nimmt es. Okay, es ist genau das eingetroffen, was wir gesagt haben. Gegnern die Waffe wegnehmen, hin oder her. Die Franzosen sind auch mit den Pistols gefährlich. Mann, das ist wieder so eine Runde jetzt gewesen. Die und G2 nicht hätte verlieren dürfen, einfach. Ja, und jetzt hat sich G2 vielleicht ihr eigenes Grab geschaufelt. 10 zu 4 im Moment. Gut, sie können jetzt wenigstens noch einigermaßen. Also es hält sich noch ein bisschen in den Grenzen, dadurch einfach, dass sie jetzt die Bombe gelegt haben. Damit hat man eine AK, eine AWP, 3 Tech 9s, also immerhin etwas, mit dem man da jetzt arbeiten kann. Vor allem auch einiges an Equipment. Gut, die AWP ohne Kevlar und alles, aber immerhin, man hat die Waffe. Und Yoshima, der diesmal in den Schaft reingeboostet wird und dadurch versucht, die Mitte so ein bisschen zu halten. Jetzt fällt ihm auch. Den zweiten hat er ausgepickt. Jake geht ebenfalls down. Happy, der da in die Tür reingepusht hat. Jetzt sind's Fox und Rain. 2 gegen 5. 5 gegen 1. Rain alleine. Er müsste das Ace machen. Er hat die Bombe. Er hat 100 HP. Sorry fürs Nicht-Umschalten, Leute. Sorry dafür. Ich hab vergessen, Griffin nicht auszumachen. Rain. Jawohl. Boah, Rain, macht ihr jetzt wirklich sein Ace? Ist es sein Ernst gegen 5 Leute? Das darf doch nicht wahr sein. Niemals darf er diese Runde auch nur im Ans. Apex. Okay. Er macht es! Rain macht es! Ihr müsst jetzt hier sein Ace machen. So viel dazu. Muss natürlich passieren. Ganz klar, muss passieren. Muss man nochmal bringen. Das ist schon das zweite Ace, was wir von ihm heute sehen. Also, oh mein Gott. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Wie kann man denn die Runde noch holen? Wow. Jetzt kriegen wir sicherlich nochmal ein schönes Replay davon. Rain ist einfach nicht zu stoppen. Alter Vater. Er macht halt einfach das Ace. Es ist einfach so unwahrscheinlich. Ich meine, gut, er hatte nur eine Minute, er hatte die Bombe, das sind schon keine schlechten Voraussetzungen, aber gegen 5 Leute halt. Bitte. Da muss normalerweise der Refrain kommen und er ist einfach tot, aber. Nein. Nicht mit Rain. So, gibt es uns, please. Wir brauchen es jetzt. Wir brauchen das Replay. Ja, damit. Pokal-Hype. Wir wollen aber Rain-Hype. Wow. Krass nochmal von Rain, damit hat man immer noch diese 5. Runde rausgespielt. Also hat er immer noch diese 5. Runde rausgespielt. Die Produktion von der PGL, die ja das Ganze hier ausrichtet, ist erstklassig. Und wenn sie uns jetzt mit dem Replay im Stich lassen, dann bin ich beleidigt. Na gut, also die erste Hälfte, trotz allem, trotzdem Ace am Ende natürlich. Gute Voraussetzung für Envias. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich ein Standardergebnis ist, sondern das ist ein Vorteil für die Franzosen. Ja, ich glaube auch. Es ist ganz klar ein Vorteil. G2 hat immer wieder Runden dazwischen geholt, so ist es nicht. Also der Abstand der Runden ist nicht allzu lang. Es gibt keine langen Läufe, aber es wurde nach jeder Runde immer die Anschlussrunde geholt von Envias und dann musste man einmal sparen. Und das hat G2 einfach zu viele Runden gekostet. Also Chancen waren auf jeden Fall da, da ist es. Da ist es, Rain. Ja. Jetzt Nummer 1 Richtung Kurz, Nummer 2 Richtung Schacht, nochmal Schacht. Alle sind ihm da einzeln reingelaufen und nimmt jeden eiskalt auseinander. Sie geben ihm aber auch die Chancen. Ja. Das ist halt, Rain ist halt einfach ein 1 gegen 1 Monster. 5 Einzelduelle und Rain triumphiert. Also das war auch wirklich ganz schlampig gespielt von Envias, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber auch eiskalt ausgenutzt von ihm, ja, so ist es. Laying down smoke. Ich habe Rain als Clutchmaster, hihi. Er hat sich gecoacht. Das gab Punkte. Ja, Rain ist, er ist wohl jetzt der Klatschmaster einfach. Holy shit. So, wir gehen in die Pistol Round. Envias hat sich in der Tür aufgestellt. Rain macht gleich weiter. Natürlich ein bisschen Oberwasser von der letzten Runde. Schön zwei Leute mitgenommen. Aber NVK ist drauf marschiert. Und jetzt kommt Happy als Backstabber. Und auf ihn ruhen die Hoffnungen. Ruhen alle Hoffnungen mittlerweile. Und G2 braucht diese Runde unbedingt. Wir sehen's. Alle auf der gleichen Position. Es ist natürlich klar, es ist Happy, der da noch fehlt. Und er wird irgendwo über die Mitte rumgerannt sein.
Hefty ist im Zweifelsfall, wenn er nicht im Pulk dabei ist, dann ja, muss man ihn irgendwo als Backstabber erwarten. Sehr, sehr schöne Pistol Round, sauber geschossen. Sieht fast nach Leichtigkeit aus, mit der G2 hier den Spot einfach dichtet. Ja, die Pistols, wie gesagt, da waren sie bisher sehr erfolgreich. Außer diese, auch diese T-Pistol auf Cash, die sie abgegeben haben. Im direkten Duell bisher alle gewonnen. Envias ist dementsprechend jetzt natürlich erstmal in der Force-Spy-Runde. Envika hat in die Schulter da gesehen des Gegners. Da ist er auch ganz vorsichtig, der Fox. Jetzt kommt die Nate. So, die hat natürlich ein bisschen Damage gemacht. J-Cam mit der P90, den haben wir schon ein paar Mal gesehen heute. J-Cam spielt ein bisschen mit der Smoke. Oh, aber Apex rechnet mit ihm und auch der Spot wieder fällt. Beide tot. Spot ist frei. Happy killt auch noch einen. Und da ist der Envika Scout-Headshot. Maikelele alleine, Runde geht an Envias. Darf er nicht holen. Darf er nicht holen, kann er nicht holen. Du, ja, holt er nicht. 11:6, Gegenrunde für die Franzosen. Jetzt das Ganze wieder auf die andere Seite rüber. Und das ist, denke ich, eine ihrer Stärken auf Cash. Ich weiß nicht, ob ein Team mehr Ecos holt als... Ja. Oder Force bei Runden holt als Envias auf Cash. Und MBK mit der Scout, naja, das ist ein Kapitel für sich. EJW mit der Schlotflinte quasi. So. Michael Ayle, was für ein schickes Brett. Happy darf der nächste Runde wieder mitspielen. Hat die stille Treppe bekommen. Vor JK muss man Angst haben. Vor ihm muss man immer Angst haben. Gerade in der Position. Aber dieses Mal nicht. Auf die Pass von Kenny S. Hat natürlich Zeit gekostet, sodass man nachschieben konnte. Dennis hat sich auch entschieden, nicht in den Schacht zu gehen. Da von hinten kommt Rain anmarschiert. Wir gehen natürlich ein bisschen die falsche Waffe, um mit der P90 anzulegen. Trotzdem hat er nochmal angeschossen. Aber Dennis währenddessen auf den B-Spot rauf marschiert und die Franzosen haben zu viele Ressourcen aufgewendet, um sich nach hinten abzusichern. Und dementsprechend ist die Front so ein bisschen außer Acht gelassen worden. Man hat sich entschieden, hier über die Mitte zu gehen. Toshiba abgefangen. Kiyoshima angeschossen. Rechnet nicht damit, dass er nochmal rumgeht. Das ist typisch G2. Hab's gesehen. Kiyoshima hat abgesetzt. Wollte schon wieder Richtung Mitte ziehen. Und dann kam da einfach der Dennis noch ein zweites Mal rum. Jetzt geht man doch Richtung B. Und Michael Lede braucht jeweils nur einen einzigen Schuss setzen. Jawohl, aber Kiyoshima. Und Kiyoshima macht es. Junge, war das knapp. 5 AP übrig. Kiyoshima mit 3 Frags. Und die letzten beiden hat er ja mit 5 AP gemacht. Oder mit kaum 5 AP. Puh, da sind die Franzosen nochmal davon gekommen. Ich hätte es natürlich gerne gesehen, dass G2 hier wieder in Schwung kommt. Ja. Aber jetzt sieht es rotmäßig natürlich auch momentan sehr, sehr gut aus. Sie haben nochmal die Anti-Eco jetzt, die normalerweise kein Problem sein sollte. Wir sehen, G2 ist tatsächlich so in die Full-Eco gegangen, man hat nur Fox mit der P250, der Rest hat nichts gekauft. Aber Fox, der auch ein bisschen offensiver gegen geht, der erste Headshot sitzt auf Fox, ja, aber da ist sofort ein V-Fact da, Apex, den da direkt danach rausnimmt. Jetzt marschiert, Andy hat es einfach geschlossen auf den B-Spot drauf, jawohl, der Passvorspieler wird rausgenommen, Jake im Feld, Schacht wird abgeaimt von Happy, dann direkt 2 mit, damit ist Ray der letzte Überlebende. 36 AP noch bei ihm. Wird abgesprayt und rausgenommen von Apex, weil er durchgeschossen hat. Das hat Apex gehört. 13:6. Eine Runde nochmal für Envias. Wie gesagt, die Anti-Eco kein Problem für sie. Jetzt zieht du nochmal mit der Waffenrunde. Sollte die aber schief gehen, ja, dann stehen sie da auf jeden Fall sehr, sehr schlecht da. Wenn Envias dann nicht sogar schon den Deckel drauf machen kann. Aber gut, man hat Fox mit der AWP. Das heißt also, da könnte es eventuell noch einen Entry-Frag für G2 geben. Ist der Kerl dann fort. Aber Envias rüstet sich da relativ wenig für ihn, denn sie gehen einfach geschlossen Richtung A-Spot. Wir stellen sich da auf, werden da eventuell einen relativ schnellen Go spielen, den koordinierten auf jeden Fall. MDK steht bereit, hinten schon um eines Smoke zu werfen. Happy am Door bereits, der Rest in der Main. Da kommt die Kurzsmoke, MDK mit seiner Smoke auf Heaven oben drauf und jetzt geht's raus.
komplett abgesmoked. Muss sich zurückziehen, kann nichts machen. Das Bot ist eingenommen. Apex hat den ersten Spieler rausgenommen. Jetzt der Retake 4 gegen 5. 3 gegen 5. Den Apex nochmal den Kill gesetzt hat. Jawohl, Kiyoshima. Die Runde ist weg. Die Runde ist weg. Und G2 macht sich aus dem Staub. Das Geld ist mehr oder weniger alle. Und es ist die 14. Runde für Team Envy. Also das ist ein Riesenproblem für G2, denn sie haben im nächsten kein Geld nachzukaufen. Und die Franzosen sind so dicht dran im Finale. Zum Greifen nahe. Fox kriegt seine Waffen vielleicht durch, wenn jetzt nichts mehr schief geht. JKM auch. Und die Franzosen gehen wenig Risiko ein. Die wollen natürlich eventuelle Ecos noch vermeiden. Man muss immer damit rechnen, dass G2 nochmal zurückkommt. Man kauft, was geht's bei G2, denn wenn das Comeback, dann bitte jetzt. Das ist genau der Gedanke. Man hat auch eigentlich einiges an Equipment. Sowohl technisch als auch was die Waffen angeht. Wayne ist halt nur am Zeitpunkt, dass er hat sich auf jeden Fall gezeigt, der BK, deswegen noch ein bisschen durch die Smoke durch, aber jetzt hat sich Rain auch schon zurückgezogen aus der Mitte raus. Das ist wohl doch zu gefährlich. So, und Andy aus dieser Runde hat sich mehr auf die Map aufgeteilt, man hat Kiyoshima einfach nur Infos sammelt. Sollte der jemanden sehen, will auf jeden Fall dann ins Duell gehen oder eben einfach wegschieben. Kenny ist in der Mitte mit der AWP. Kommt aber ganz kurz die CT-Smoke, Zeitgang-Smoke, wie auch immer. Man arbeitet sich da langsam aber sicher in die Mitte rein. Jetzt hat man die Mittekontrolle gewonnen. Die Tür hat die komplett abgegeben an Envias. Und man spielt sie nicht schon kurz, wollte hier einen Frag setzen, hat ihn nicht bekommen. Aber Kiyoshima im Schacht bzw. am Baseball erfolgreich. Fox jetzt hier allein wird von so vielen Leuten gewuscht. Ja, und dementsprechend auch keine Chance. Das heißt, der Baseball ist eingenommen. Happy steht noch in der Mitte. Als Specs, aber wird Rain auf jeden Fall hören, ob ihn rausnehmen kann. Das ist dann die andere Frage, je nachdem welchen Weg Rain wählt. Aber er ist auf jeden Fall angesagt. Jawohl, in der Mitte. Der Specs erfolgreich. Molotov saß gut, Michael Ehle kriegt den ersten, das ist, bleibt an Dennis hängen. Hat ihn um einen Zentimeter verpasst und die Bombe liegt gut für Kenny S. Vor allem dann Molly aufs Board, währenddessen geht Happy trotzdem rum. 9 Matchpoints für Team Envias, die Franzosen. Hier ist viel zu deutlich in Führung. Ja. Für unseren Geschmack, für den Geschmack aller, die nicht nur wegen Skins gucken und auf Envias gesetzt haben. Ja, es waren wieder diese Schlüsselrunden, die G2 immer wieder abgegeben hat, die sie immer wieder selbst in die Eco geschickt haben, aber teilweise dadurch, dass sie so viele Waffen immer abgegeben haben, an Kenny S quasi, der immer safen wollte. Alter, 15 zu 6 im Moment. Leute, ich habe ein spannendes Cash gewollt, was macht ihr mit mir? Dennis, jetzt sind sie ein bisschen aggressiver, versuchen natürlich Envias hier mehr unter Druck zu setzen, aber es scheint zu funktionieren, Michael Little Rain mit einem Double. Für G2 heißt es, keine Waffen mehr verlieren. So einfach ist das. Bisher noch nicht so ihre Stärke gewesen. Ja. Und auch hier kommt Jake wieder offensiv. Verschießt. Oh. Jake verschießt ganz bitter. Haben wir das mal gesehen. Zumindest mal einen verloren. 15-7. Also G2 nochmal mit einer Runde. Wir kennen es, die gute alte Knochenregel. Schauen wir uns jetzt auch die wieder komplett bewahrheitet. G2 sich da jetzt wirklich nochmal fokussieren kann, aber es wird auf jeden Fall, also es sind halt einige Runden einfach, die sie jetzt in Folge brauchen, um da wirklich nochmal in die Overtime zu kommen. Sehr, sehr schwierig für sie. Jetzt wäre es natürlich erstmal wichtig, Envias da so ein bisschen in den Geldstrudel zu bringen, damit man schon mal das auf jeden Fall hat. Weil die Mitte Smoke, Fox mit der AWP. Envias spielt einfach Richtung A bzw. Mitte, Happy, der da ein bisschen reinsprayt über den Booster. Apex steht schon wieder an der Main bereits. Da kommt eine Flash und er wird einfach rausgeschickt. Er soll jetzt hier die Kills ziehen. Von kurz wird er angeschossen. Akelele zieht noch rechtzeitig rum, kann ihn rausnehmen. Akelele Onspot wird aber gerefragt. Und ist das Bot schon wieder stark geschwächt. Die Bombe müsste normalerweise geplantet werden können. Und das ist Happy, das ist Happy. Wie er den ganzen Ghost. Und dann nimmt der Spray ist komplett. Und Jacob fällt auch. Und damit sollte es das gewesen sein. Das sei ein Fox ganz sauber. Was für eine Runde von Happy. Der Backstep der Vernichtung. Ein Backstep.